Hallo, 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 hallo. Der kam direkt, nachdem ich die Aufnahme eben unterbrochen hatte. Deswegen musste diese Begrüßung etwas überhastet geschehen. Wir sind auf jeden Fall noch nach wie vor dabei, die Tiefbrot-Armee auszuschalten, die seltsamerweise existiert, was eigentlich sein sollte. Denn bisher gab es in jedem Level höchstens einen. Und das war schon einer zu viel. Richtig dumme Gegner sind das. Aber die Musik passt jetzt sehr dazu. Die erzeugt genau die nötige Spannung. Ach, ich bin so dumm, ich fliege immer nah ran. Aber stört doch keinen, oder? Denn. Oh, kommt direkt der nächste! Und der eine, der mir den Afterburner gestohlen hat, der ist irgendwie nicht mehr auffindbar, oder was? Stellen wir mal zwei hin, vielleicht bringt's was. Könnte was gebracht haben, aber vielleicht auch nicht. Jetzt mal Ruhe dann, bitteschön. Ich möchte das Level weiter erkunden. Das Level angucken. Geheimnisse finden. Der schießt hier mit Flares rum wie ein Verrückter. Soll ich hier mal Flash zum Spielen vorbeischicken? Dann könnt ihr euch austoben und mich in Ruhe lassen. Ups. Scheiße. Das wollte ich gar nicht. Wieso kann ich ihn nicht wieder einsammeln? Total das Manko von dem Spiel hier. Der könnte doch trotzdem reinfliegen eigentlich. Er will aber nicht so nah rankommen. Lalalala. Komm nah ran. Na Alter. Die Hoffnung steht. Oh, da kommt der nächste. Alter. Das ist doch echt eine Verarsche. Das ist so geplant. Da muss ich hier einfach nur durch. Es gibt keine andere Möglichkeit. Die einzige Tröstung an der Geschichte ist, ich kann das Level verlassen zum Speichern. Jetzt hier ist wieder so scheiß dunkel hier. Nicht den bösen Afterburner abschießen. Aber es wundert mich jedenfalls nicht, warum es hier so viele Afterburners gibt. Was macht die denn dafür Faxen? Ist vielleicht besser, wenn ich mich so rumdrehe. Alter, was geht mit denen eigentlich? Was haben die genommen? Das war ja kein Speed mehr, das war Speed auf Hyper-Threading. Im Hyper-Threading-Modus. Aha, danke für die Info. Du Angsthase. Ja, komm. Put. Jetzt will er nicht mehr, dann muss ich das halt wieder auf die übliche Tour machen. Habe jetzt ein bisschen schief hingestellt, aber vielleicht reicht's ja. Ja, hat gereicht. Wieder in sein Loch verkrümmeln. Ist ein Tief, ne? Tief in den Tief. Wenn das mal schon tief heißt, also da muss man sich echt nicht wundern, dass man von allen gemobbt wird. Habe ich die jetzt schon wieder hier abgelegt? Scheiße, aber das kotzt mich an, weil so viele Bomben habe ich nicht mehr. Aber die Bombe hier ist schon explodiert. Hier gibt es noch zu erkunden. Erkunden mit G. Unigunde. Oh! Habe ich es jetzt geschafft oder ist es vorbei? Das wäre richtig cool. Das fände ich ja sowas von Knorke. Richtig knackig. Es gab bei Nintendo Wii, Mario Kart Wii den Spruch. Richtig knackig. Oder echt knackig. So ein Schwachsinn. Jawohl. Dann nehme ich mir die und. Bestimmt wird es total der Fehler, die jetzt gerade zu nehmen. Deswegen verlasse ich jetzt das Level und denke mal, es geht aber noch weiter. Ja, sonst käme ich ja nicht mehr rein. So, dann speichere ich
Hier. Und hier. Und hab's noch nicht geschafft. Also ich muss es ja irgendwie zerstören. So, oh, starte ich wieder hier. Jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal fliegen. Aber das lohnt sich, denke ich mal. Lohnt sich das eigentlich? Oh ne, es gibt die ganzen Zief-Dinger wieder. Zumindest ein paar. Was ist das denn hier? Ja, super. Glaub mir wieder alles. Ist das nicht scheiße? Ist das nicht scheiße? Ich weiß auf jeden Fall jetzt wieder, wo ich bin. Ich weiß, warum diese ganze Unverwundbarkeit hier rumliegt. Man soll die Typen einfach jagen. Aber das ist eigentlich taktisch unklug. Ich bin so verwirrt von dieser ganzen Scheiße. Ich habe gar keinen Bock, mir die Sachen wiederzuholen langsam. Was ist hier eigentlich los? Hier war ich auch noch nie irgendwie. Gib mal das Leben da. Das ist komisch hier, ganz komisch. Lass mich durch, du Sack. Hier gibt's eh keinen Gegner, ich muss eh nicht aufpassen. Lass mich doch mal konvertieren. Ach, der hat mir den Konverter gestohlen. Okay, gut zu wissen. Das habe ich nicht mitgekriegt. Naja, aber was soll ich machen? Hat doch alles keinen Sinn. Kann nichts machen. Was machen Sachen? Huch, das war ein kaputter Schalter. Wenn die alle mal verrecken würden, dann könnten wir hier auch vorankommen. Ach ja, bla blub. Da ist noch ein Schalter. Ein Schalter. Was vor... Das hier vielleicht. Ich brauche unbedingt einen Konverter. Und Bomben. Schön, dass es immer so ein Viererpack ist. Kann ich gut gebrauchen. Sehr gut gebrauchen. Boah, der hat einfach Megamar in sich drin. Megamar. Wo war denn jetzt der Zief? Der überrascht mich eh gleich wieder von hinten. Und klaut mir ein paar hundert Leben. Irgendwie... Nee. Ist ganz seltsam alles. Kann ich da durch? Das sieht fast so aus. Es muss irgendwie noch weiter runter gehen, da. Auch nicht. Ich will dieses Level nur noch schaffen, aber das kann richtig übel werden gegen den Boss danach. So. Kann ich wieder so anlegen. Spannung pur, dieses Level. Es zieht sich, also ich sehe gar nicht den Sinn dieses Levels. Wir wollten einfach mal ein bisschen spielen. Jetzt jage ich ihn durch die andere Tür. Vielleicht. Oder auch nicht, er will wohl nicht. Er sollte eigentlich hier oben weiter. Jetzt habe ich die Bombe wohl verbraten. Da kommt er plötzlich, haha. Hat sich auch gelohnt, die Bombe. Ich brauche mehr Bomben. Bonbons für die Feinde. Ist das dumm? Da ist übrigens Energy Center, was mir nichts bringt, denn ich habe keinen Converter. Ja, schieße ich den Flares zu. Ach, der nimmt die Flares, um meine Bomben kaputt zu machen. Super. Danke für die Info. So geht's natürlich auch. Ja toll, jetzt bin ich und... Ach, ich habe wieder Konverter, gut. Immerhin das. Jetzt bin ich unverwundbar und sollte die irgendwie ein bisschen nutzen. Ich weiß, da ist eine Ecke frei, aber ich glaube, ich hoffe nicht, dass die so relevant ist.
Weiß nicht, wo ich hin soll, wo. Da ist noch frei. Okay, dann muss ich da diese Rutsche hoch. Wie komme ich denn da hin? Okay, nach links. Natürlich gibt es noch mehr von denen, natürlich. Wer hätte es denn anders vermutet? So, einfach hier hoch. Was? Es wäre cool, wenn es jetzt vorbei wäre, aber ich glaube eher nicht. Es wäre ja unwahrscheinlich. Ich muss ja erst irgendwie so einen Reaktor besiegen, ne? Ja, was soll denn das hier dann? Was soll das? Damit man wieder mal speichern kann. Jo, ist er gleich wieder. Au. Ich hab keinen Schimmer, wo ich irgendwie bin. Ah, da ist er wohl. Naja, da ich jetzt sowieso nichts anderes zu tun habe, versuche ich einfach den Ziefbot weiterhin zu zerstören. Das wäre ja sonst langweilig. Ist ja nicht so, als wenn ich hier schon mal gewesen wäre. Nein. Ich sehe es wieder leuchten. Irgendwo ist Tiefbord. Man sieht ja nicht mal, woher die kommen. Die sind einfach da. Man kann die Quelle aber nicht zerstören. Was soll dieser Sektor hier eigentlich bringen? Der ist total in sich abgeschlossen und unnötig. Das heißt auch, dass der Tiefbord hier jetzt nicht mehr rauskommt. Der darf jetzt sterben. Alter, hat er mich ausgetrickst. Hat der mich ausgetrickst, echt mal jetzt. Konverter, gib mir den Konverter zurück. Den lasse ich mir nicht nochmal nehmen. Vergiss es. Ich bin so dumm, dass ich immer wieder ranfliege. Und trotzdem habe ich immer 200 Shield. Okay, das, dieser Spoiler hat sich bewahrheitet. Hier werde ich wohl mit 200 Shield rauskommen. Was viel schlimmer ist, wenn ich meine Klaus jetzt hier verbrauche, habe ich beim Boss gar nichts mehr. Da ist eben nicht eine Tür aufgegangen, oder? Das hat sich schon so angehört. Ach so, das war die. Ist das jetzt derselbe Ziefbot oder war das ein anderer? Das ist immer die Frage, die man sich stellt hier. Die Frage, die sich... Wie war das noch? Da war so ein geiles Gesicht. Folgende Frage stellt sich mir hier. Wenn ich beim Bier geshakert habe, bin ich dann wohl ein Shakespeare? Und von wem kommt das? Von einem toten Mann, also als es gesagt hat, war er noch nicht tot. Ja, fick dich einfach. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Das ist doch so kacke. Ich will nicht nochmal durch die Lava jetzt fliegen. Jetzt, ja, klar, jetzt wollte ich wieder konvertieren, aber ich habe ja keinen mehr. Das Level ist echt einfach nur dumm. Ich könnte gerade schon wieder einen Schnitt machen, ne? 15. Mache ich auch. Das letzte Video ging schon zu lange. Wenn ich den nächsten Tiefbot erwische. Jo. Ich sehe ihn nicht mal. Ich liebe dieses. Ich liebe es. Wenn ich nicht mal den Gegner sehe und der mich fertig macht. Es ist auch keine Lösung, wenn man gemobbt wird, einfach zurückmobben. Dann lässt man sich schießen und dann ist alles gut. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Dann kann ich einmal gleich speichern. Aber erst muss der sterben. Kann ich jetzt mal bitte diese Mega haben?
Wird echt mal langsam Zeit. Ich überlege, wie ich da eigentlich hinkomme. Das sieht irgendwie nicht so aus, als käme man dahin. Hä? Was? Ja, leck mich, leck mich, leck mich, Flash Missile. Der nimmt mich total aus wie eine Weihnachtsgans. Kein Bock mehr. Der muss jetzt einfach dran glauben. Das muss ja eine Erleichterung werden, dann gleich gegen so einen leichten Boss zu kämpfen. Weil man nicht mehr mit diesen scheiß Zielforts zu tun hat. Am besten hat er dann auch noch so 20 Zielforts im Schlepptau, der Boss. Ich hoffe ja, dass es nach diesem Level nie wieder Zielforts geben wird. Das wäre doch schön. Immerhin fliegt er rein. Sonst wäre es ja dumm. Wie er immer wieder drauf reinfällt, von wegen schlauer KI, ne? Nix schlau. So, wenn er stirbt endlich, können wir Schluss machen. In dieser spannenden Folge. Und mir einen roten Daumen hinterlassen, ganz dem Thema dieses Videos entsprechend. Hier ist ja auch alles rot. Der ist ja bestimmt hier durch, oder? Irgendwie zieht es dir mal hier in diesen Raum. Der ist so schön groß, scheinbar. Dankeschön. Ich sag nicht so dazu. Ihr wisst es inzwischen. Jetzt kann ich wieder konverten. Bin wieder gleich auf 200 fast. Ja, und wieder was gestohlen. Alter, okay, bis gleich. Ich mache jetzt erstmal Schluss. Ja.